Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Cthulhu. Ich bin Ricky Dicky. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Finde die Wahrheit und sei frei. In welcher Tür soll ich die jetzt suchen? Ich habe keine Ahnung. Es gibt so viele Türen. Oh. Kann ich hier was drücken? Nein, kann ich nicht. Also die Tür war es nicht, oder was? Dann nehme ich mal die hier. Okay. Die war es auch nicht. Scheiße. Ah, verdammt nochmal. Die war es auch nicht. Tja, ich glaube, keine von den Türen wird mir die Erlösung bringen, oder? Hatten wir die schon? Ich weiß es gar nicht. Nehmen wir die. Okay, die war es auch nicht. Kann ich nicht einfach zurück? Ich bin verwirrt. Hä? Da komme ich ja wieder hier raus. Okay. Leck mich doch. Was soll der Scheiß? Da komme ich aus der... Ich weiß es nicht. Hatte ich die schon? Alter, ich werd aggro. Muss ich irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Scheiße. Hier gibt's kein Entrinnen oder was? Ich komme jedes Mal hier. Scheiße! Wo soll ich denn hin? Hä? Moment. Das fällt mir jetzt erst auf. Die Türen erscheinen erst, wenn ich hier in die Nähe komme. Hä? Habe ich eine Lampe oder irgendwas? Nein, habe ich nicht. Ich bin verwirrt. Es muss doch hier eine Möglichkeit. Was ist denn das für eine Kacke? Gibt es hier nicht irgendwas, was ich hier machen kann? Eine versteckte Tür? Nein? Hier? Nein? Nanu? WTF? Wo bin ich denn jetzt? Alter! Hallo? Hallo? Oh!
Huch, okay. Ich kann hier nicht sterben, alles klar. Was ist das denn? Nothing's happening. Okay, dann werde ich wohl irgendwas tun müssen, damit irgendwas happeningt. Aber was? Okay, oh, warte. Hier sind jede Menge Rohre. Muss ich jetzt ein Rohr verfolgen? Schwierig. Nee. Hallo? Ich möchte hier durch. Was für ein Rohr ist das denn? Das geht hier irgendwie... Sieht das geil aus. Das geht hier... Irgendwo dahin und da rüber. Das hilft mir jetzt aber auch nicht wirklich weiter. Hä? Was? Wieso? Hä? Okay. Welches waren das jetzt nochmal? Moment, ich guck nochmal kurz. Das ist da hoch, ne? Das ist das. Das muss das da sein. Hier. Ja, irgendwas ist jetzt passiert. Spiel gespeichert, okay. Kann ich jetzt was machen? Ich probier's nochmal. Nothing's happening. Was? Ich hab doch was gemacht. Kacke, ich muss hier irgendwie. Aber da komme ich nicht rüber. Ich muss aber da rüber. Einer von den Wegen ist falsch. Aber welcher? Alles klar, der da hinten, der scheint richtig zu sein. Der hier ist richtig. Oh, scheiße. Wo ist das fies? Das ist ja fies, Alter. Okay, warte mal, das ist hier, dann darüber und dann irgendwie okay. Ich werd runterfallen. Warte mal kurz. Das müsste der hier sein. Dann hier rüber. Dann so und dann hier. Ja, ja. Scheiße. welches? Ist es jetzt, rate mal, mit Rosenthal? Kacke, scheiße. Warte, hier. Toll, das geht hier rein. Aber welches genau ist das dann? Ich gehe mal schwer davon aus, dass es das ist. Okay, ich glaube, das war's nicht. Okay, das war's nicht. Okay, hier lang, dann so, dann so, dann so und hier lang. Verdammt, welches ist es dann? Doch nur eins. Hä?
Ich probier mal das. Es wird falsch sein. Nein! Das scheint richtig gewesen zu sein. Warte mal. Wohin? Hallo? Okay, da gibt's eine direkte Passage zurück. Sehr gut. Okay, jetzt, habe ich aber, glaube ich, beide, oder? Alter! Alter, Alter, wo soll ich hin? Alter, 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 Alter! Alter, Alter! Nein, lass mich! Hilfe! Wohin? Fuck, 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 fuck! Oh shit, 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 shit! Pierce! Fitzroy! Time to hoist the white flag. We're not gonna hurt you. I won't go without a fight. You think you're here of your own accord? Stay back, or I'll put a bullet in your head! Our supreme oracle has spoken. You will follow your destiny. What? It is awakening. Alter Schwede, was kommt da noch auf uns zu? Ich bin der Erwecker des Monstrums. Monstrum. Hier von Cthulhu. Und der Fitzroy? Oh Mann, was für ein Penner. Ey, oh Gott. Die stecken alle unter einer Decke. Der ganze Kult und was soll ich jetzt von Cthulhu halten? Nein, ist ja nicht Cthulhu, das ist ja eigentlich. Ja, oder wird Leviathan so bezeichnet? Ich weiß es nicht. Scheiße, was soll ich machen? Kapitel 14. Küstenhöhle. Pierce begegnete dem Leviathan endlich in Fleisch und Blut. Die monströse Kreatur unterzog ihn einer Reihe von Prüfungen und beschloss daraufhin, dass der Detektiv bereit sei, sich seinem Schicksal zu stellen. Pierce sprengte die Walfangstation und verlierte nach einer letzten Konfrontation mit dem Leviathan das Bewusstsein. Oh Gott, nein! Ah.
voice. I can't hear the voice anymore. Oh, der arme Typ. Alter, sieht das geil aus hier. Alter, guckt euch das an. Alter, ich bin gerade überwältigt. Scheiße. Okay, wo soll ich hin? Ich habe keine Ahnung. Oh, rettet mich. Oh Gott, wer ist das? Hallo? 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 Da war doch gerade einer. Ich kann nicht rennen. Ich bin gerade... Alter. Ah, ich würde mich gerne in die Fluten stürzen. Hallo? Alter, sieht das geil aus. Leute, Entschuldigung. Hallo? Bist du hier rein? Oh nein, Höhlen. Oh Gott. Ja, na komm. Oh, das ist hier ganz schön eng. Was? Ich sitze in der Falle? Wieso? Nee, noch kann ich raus. Hallo? Keep going. Nein, nein, warum? Oh my God. Nein, 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 nein. This way. Nein. Alter, hör auf mit dem Scheiß. Stand up. Walk. Ja. Is somebody there? Hey, who are you? Hallo? Where am I? Ach, da fragst du den Falschen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Alter. Wer ist diese mysteriöse Person, die da von uns weggelaufen ist? Oh Gott. Oh Gott, das ist eine verrückte Ansicht hier. Alter, was ist das hier? Hä? To our fallen crew members. They have given their lives for a greater purpose. The last name added is that of Charles Hawkins. Hä? I'm willing to bet that they killed all the survivors of the miraculous catch. Mich würde wirklich mal interessieren, wie alt die überhaupt wirklich alle sind. Charles Hawkins und so, wenn die wirklich hier von diesem, naja, besonderen Walfang kamen, oh, das ist ja schon echt viele, viele Jahre liegt das zurück. The miraculous catch was a trap. Leviathan wanted to be found. Leviathan wollte gefunden werden, okay. Ja, ich torkle hier gerade ein bisschen rum. Das ist doch schon wieder so ein Ritualkreis, oder was ist das? Nee, da gehe ich mal lieber nicht rein. Das tue ich mir jetzt gerade mal nicht an. Das bin doch ich, oder? It will soon be time, Edward Pierce. You are dead. None of this is real. I saw you dead, as I see you now. Am I crazy too? You survived. Don't you understand? You couldn't die. You will stay alive until you fulfilled your destiny. No! Look at me. Look at me, Pierce. Dare tell me that you still don't believe it. Ich glaub's nicht, was... Aber die... Hä? Wir haben doch die Colton beim Fuller doch gesehen. Die lag doch da tot da. Okay, sie hat uns dann irgendwie mal kurz angegriffen und da war ich mir dann aber auch nicht ganz sicher, ob sie jetzt wirklich tot ist.
Wurde sie von... Moment mal, der Fuller hat doch Experimente gemacht, dass der Tote wieder zum Leben erweckt. Nein. Sag bloß, er war erfolgreich. Sie sind eine Illusion, das kann ich nicht machen. Was tun sie hier? Boah, ich nehme mal diese Sprache hier. Cthulhu, Ilya. When I was 8, my little brother fell from the apple tree. He was bleeding. I took care of him. That very day, I decided to become a doctor. I never reneged on my oath. That's what led me to Darkwater. The people here needed me. I died trying to save one of them. Help me give them a second chance. Embrace the power of this sleeping god. You're out of your mind. It's not just your life that is at stake. Many men and women have sacrificed themselves for this moment. Call them. You will not deprive them of their hope of a better life. I saw what Leviathan did to Fuller. We will all die like him. His life was written well before it started. It was not predetermined that he lived to see the call. But you? Yes. It is your destiny. Das ist mein Schicksal. Oh Mann. Ersparen Sie mir Ihre armen Märchen. Oh Gott. Ah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich nehme wieder das. Ich glaube, ich entscheide mich total falsch. The investigation. I understand now. Like you, I was called here by a higher power. Yes. All your choices had the sole purpose of preparing you for the final decision. I must make a choice. Not just make a choice. The right choice. Not yet, but soon. We have one more thing to accomplish. What is it? I must take you to Sarah Hawkins, our Oracle. Was, unser Orakel? Die Stimme aus dem Grab? Ich muss sie zu Sarah Hawkins, unserem Orakel, bringen. Sarah Hawkins, Orakel. Ich wurde absolut eiskalt benutzt. Das ist wohl absolut mein Schicksal. Na, jetzt mache ich weiter damit. Sarah, I feel her calling me. Let us not wait any longer. Not yet. You have one last thing to accomplish. No, please. I can't do it. Do you understand what it is? She has already fulfilled her mission. Worry about your own. No. No. No one can fight their fate. Neither them, nor you. Resist, Edward. They're already dead. There's nothing you can do. Just give in. What happened to me? Sarah. I must go to Sarah. She is the Oracle. She will know what to do. Wir müssen zu Sarah. Ja, was jetzt? Ergebe ich mich meinem Schicksal oder nicht? Oh Mann, Alter. Wo soll ich hin? Ich habe keine Ahnung. Sarah! Vielleicht ist Sarah wirklich unsere letzte Rettung, aber ich glaube nicht, weil sie ist ja das Orakel. Hoppala, ich hänge hier fest. Wo soll ich hin? Ich habe keine Ahnung. Hier lang?
Oh Gott, ist hier dunkel. Ich habe leider kein Feuerzeug oder irgendwas anderes. Oha, die Sicht verschwimmt. Oha, ich toggle mir hier an ab. Hä, das kommt mir so bekannt vor hier irgendwie. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es ein gutes und ein schlechtes Ende gibt. Ob es überhaupt irgendwie mehrere Enden gibt. Ich habe keine Ahnung. Wo geht's denn hier hin? Hallo? Ja, ich glaube, hier geht's nirgendwo hin. Ah, Kapitel 14. Alabasterspitze. Nach einer letzten Konfrontation begibt sich Pierce zur Alabasterspitze, wo Sarah Hawkins auf ihn warten sollte. Dort muss er eine Entscheidung fällen, die das Schicksal der Welt verändern könnte. Oh Mann. Und ich weiß, ich entscheide mich meistens immer falsch. Ja gut, es wäre ja eigentlich auch langweilig, sich immer richtig zu entscheiden. Das Leben besteht daraus, auch mal sich falsch zu entscheiden. Tja, und wie ich mich entscheiden werde, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Ja, tut mir leid. Oh Gott, das zieht ganz schön an, das Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Okay, wir sehen uns. Hoffentlich. Lasst doch gerne mal ein paar nette Worte da. Ich würde mich sehr freuen. Danke. Tschö mit Ö.